Schönen guten Abend YouTube und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Pokémon Rot. Wir sind immer noch auf der MS Anne und ich bin mal gespannt, auf wen wir hier noch alles treffen werden. Ach so, eine Kreuzfahrt ist wundervoll. Übrigens habe ich auch mal geschaut, was die Dorine noch alles für Attacken erlernen kann. Es erlernt, sagen wir mal, eine eventuell wichtige Attacke und das wäre Biss. Aber ob die eventuell für uns passen würde, weil ich glaube, die würde uns sowieso nicht so richtig weiterhelfen. Ich glaube, da würde ich dann schon sagen, dass wir dann schon auf Nidoqueen umsteigen. Nicht nur wegen der Attacke, sondern auch wegen dem Typ, weil er gegen Major Bob, ich sag mal Major Bob, wie Mayonnaise, eigentlich alt aussehen würde, sein würde, weil der ist ja dann von Typ Giftboden und wie gesagt, mit Elektroattacken ist das dann ein riesen Vorteil, weil Elektroattacken nicht treffen gegen Giftboden-Pokémon. Auch wenn sie dann zwei Effekte haben, wie Typ Gift. Also darf das dann eigentlich keine Probleme geben, was mir dann auch gefallen wird, weil wir werden dann natürlich, dann glaube ich auch in der Saffronia City, unser nächstes Teammitglied bekommen. Nicht nur das, sondern da werden wir dann auch wahrscheinlich die TM, lass mich raten, Erdbeben dann finden. Und die werden wir dann natürlich auch Nidoqueen erlernen. Eventuell auch Hyperstrahl. Das sehen wir alles noch, meine lieben Freunde. Das sehen wir alles noch. Ich bin mal überhaupt gespannt, wie weit wir hier kommen. Mit den ganzen Teichern. Bevor wir vergiftet werden und wir dann jämmerlich sterben werden, was ganz normal ist jetzt heutzutage, weil natürlich auch das blöde Taubsi Sandwirbel angesetzt hat, was sonst hätten wir jetzt wieder gewonnen, ohne dass wir da vergiftet werden hätten müssen. Und erreichen Level 22, auch wieder was Schönes. Dankeschön, du Göre. Nein, ich habe die ganze Welt für dieses Pokémon bereist. Yo, man. For show und so. Haben wir ein Gegengefühl, du Texo. Oh, das sieht alt aus. Das sieht alt aus. Gut. Ich glaube, ich würde mal sagen, wir lassen jetzt unser Sandra entwickeln. Und los. Hey. Sandra entwickelt sie. Hammergeil schaut es aus. Sandra wurde zum Nidoqueen. Sandra versucht, Body Slam zu erlernen. Aber Sandra kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke zugunsten von Body Slam vergessen werden? Natürlich. Welche Attacke soll vergessen werden? Wir vergessen Tackle. Und wir haben damit eine sehr gute Attacke gelernt, was uns weiterhin auch helfen wird gegen lass mich raten, gegen Major Bob. Wunderbar, weil ich habe auch geschaut, was Nidorin alles erlernen wird und da ich ja schon auf Level 23 war, habe ich gedacht, dass es Body Slam nicht mehr lernen kann und wird, wenn es zu Nidoqueen weiterentwickelt wird, aber dass es dann doch klappt, das hat mich jetzt halt irgendwie positiv überrascht. Sagen wir mal so. Wir haben noch 3 Teammitglieder zu vergeben. Also ihr könnt, was habt, sagen wir mal, die, wo das Let's Play schon bis dahin verfolgen. David, nicht so schnell und nachdenken, ja? Was für Pokémon würdet ihr mir empfehlen für die weitere Story? Geht doch. Also ich wäre für Kokowai und Lapras. Also die müssen auf jeden Fall dabei sein. Wow, du bist cool. Weil Lapras ist von Typ Wasser, Eis und Kokowai von Typ Psycho-Pflanze. Wow. Klatsch, klatsch, klatsch. Erlernen wir jetzt erstmal gar keinen. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch Schaufler. Warte mal, Schaufler. Schaufler! Ich glaube, wenn es dann zu Glurak entwickelt wird, dann kann es kein Schaufler mehr lernen. Oder? Ich weiß es gar nicht. Wir werden Silberblick vergessen lassen. Brauchen wir sowieso nicht. Wir brauchen mehr so offensive Attacken. Was mir aber auch aufgefallen ist, dass der Hyperstrahl früher effektiver war.
Also hier in jetzt Pokémon Rot als heutzutage in Pokémon Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß 2. Denke ich ja mal. Eminem wurde besiegt. Oh nein. Böse. Wie böse sind wir denn? Und jetzt haben wir schon die ersten paar Räume endlich hinter uns gelassen. So, heilen noch ein bisschen unser wunderschönes Nidoqueen. Unser frisches, übrigens, also schön neu, ne? So, welche Richtung nu? Wir können runter. Und da kommen wir dann zu einem Abteil, wo die Köche arbeiten. Ich glaube, soviel ich weiß, gibt es hier dann noch ein Item, ein Superball. Hier ist nichts, bloß Abfall, und hier ist nichts, bloß Abfall. Okay, das ist auch schön. So, woran kann ich mich eventuell auch noch dran erinnern? Ich glaube da nichts mehr. Wir können ja dann auch noch kurz nach rechts gehen. Da ist wieder so coole. Um mal zu schauen, und da ist natürlich der, der wo voll die Leute beleidigt hat. Den haben wir schon besiegt mit den zwei Vulkanus. Da geht es dann auch noch nach unten. Und ein paar Kabinen mit ein paar Trainern. Oh, doch nicht. Top-Trank. Willst du nicht kämpfen? Mein Pokémon Macholo ist super stark. Mit seiner Stärke kann es sogar Felsen bewegen. Also du bist wieder ein bisschen weiter als wir. Hab ich nicht gewusst. Entschuldigung. Zwei Japsen mit dem Kontrabass. Erzählt sie euch was? Oder wollt ihr kämpfen? Ja, ihr wollt kämpfen. Ich glaube, das sind Matrosen. Mein Ruf als Seebär steht auf dem Spiel. Seebär? Du Schmeichler. Los, du Matrose. Auf in den Kampf. Zeig mal, was du drauf hast mit deinem Zipper. Und da haben wir unser Big Daddy, Big Mama. Und die haut nein. Die haut einfach rein. Mit Blutstrahl hat sie leider, darf sie leider nicht so richtig in Berührung kommen, aber ich glaube, das macht trotzdem nicht so viel aus bei ihr. Und das erste Pokémon Zipper ist schon mal besiegt. Ich glaube, wir werden jetzt auch erst einmal Pika Girl noch ein bisschen mit trainieren. Zwar war es erstmal das stärkste Pokémon, aber jetzt ist es das schwächste im Team. Also wir kommen eigentlich sehr schnell voran eigentlich mit dem Trainieren, was mich positiv überrascht. Weil ich eigentlich da in der Zeit schon 6 Teammitglieder hatte und es geht eigentlich dann recht schnell, wenn man da nur die Hälfte hat, also 3. Also richtig schön. Ich habe ja auch schon mal erzählt, dass ich mal als Starter-Pokémon Shiki genommen habe, bei Pokémon Blau, glaube ich, war das. Und da habe ich dann Shiki so awesome trainiert gehabt, dass es schon zu Shiluk weiterentwickelt ist und ich, da wo wir jetzt hier sind, hier auf der MS Arena zu Turtok weiterentwickelt hat. Also ich habe da wirklich nonstop trainiert, weil ich da einfach so ein Suchti war. Ich bin jetzt immer noch ein Suchti und oh, ich mag das Game einfach. Wie bei Pokémon Kristall, ihr sollt da einfach mit dabei sein, wie ich das Spiel, wie ich die ganzen Spiele einfach nochmal hin durchzock. Oh, das ist einfach schön. Und schön, dass es auf der YouTube-Plattform dann weiterhin gibt, weil wenn, ich weiß nicht, wie lange YouTube eventuell noch existiert, also mit den ganzen eventuell Neuerungen, denke ich ja mal nicht, dass die da irgendwie, sagen wir mal, gut vorankommen. Aber um Gottes Willen ist YouTube. YouTube ist eine große, ich sag mal, eine große Macht und die kann nicht so schnell sinken. Das ist das, sagen wir mal, das Positive dran, weil da kann man sich eventuell dann nach 30, 40 Jahren kann man sich dann die Videos mal nochmal schauen und sagen, ach, wie jung ich da noch war, da war ich noch 18 Jahre und hab da noch in die Hose gemacht. Nein. Ich war früher genauso aufgedreht wie du. Ja, also ein bisschen Reis essen hier. Ne? Also du Kraftpotz, zeig mir mal, was du drauf hast mit deinem Sepa. Wir werden dann natürlich auch eine TM wieder von Mario Bob bekommen. Und zwar wird das die TM Dollarblitz sein, was wir dann Pika Girl erlernen werden. Ich glaube, ich weiß nicht, kann es auch Nidoqueen erlernen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Kann es sein? Ich weiß es nicht mehr. Der Zeper. Mal schauen, ob wir. Ich glaube aber nicht, dass wir den nächsten Part schon den Arena-Leiter machen können. Weil die MS Anne ist wirklich groß und ich glaube, da brauchen wir schon 2 Parts für.
Der erste Part ist ja dann noch gleich wieder rum. Jetzt sind schon 10 Minuten, ne? Ja, jetzt halt schaut ihr auf die Zeit, ne? Ja, schaut aufs Video. Level 23 für Pika Girl. Ist wichtiger, ne? Und Sepa. Sepa! Hallöchen, du hübsches Ding. Und Volltreffer. Wie ich mir gedacht habe. So, der Matrose ist auch besiegt. Oh nein, verloren. Ja, so eine Schande. Nein, ich wollte den Pokéball holen. Und jetzt natürlich wieder ganz schnell wieder auf seiner Position. Adder. Adder, da habe ich mir am Anfang, wo ich noch klein war, dachte, was ist denn das? Aha, du hast dich umgedreht. Ich wusste, dass du uns erwartest. Also, los geht's. Auch Seeleute besitzen Pokémon. Ja, hättest du mal irgendwie was, keine Ahnung, was mit Eis-Pokémon, dann wärst du schon etwas stärker. Aber du und dein Tentakel und Seepa andauern, das ist, sagen wir mal, nicht das Wahre. Deswegen Donnerschock. Donnerschock gefällt mir gut. Natürlich super Schall. Hast schon recht. Ein bisschen verwirren ist auch nicht gerade das Beste, aber wir treffen trotzdem. Wenigstens das. Ah, ein Stern, du. Kennen wir das nicht irgendwo her? Ja. Aber mit mir diesmal nicht. Hast du wohl von Misty geklaut, war? War ja auch Level 18. Jetzt gehst du daneben. Oh, mal nicht. Wow. Pika Girl, was hast denn du heute genommen? Bin ja mal positiv von dir überrascht. Oh yeah. Matrose wurde besiegt. Oh man. Husti, husti, ne? Ich will da immer gleich rausgehen. Ja, jetzt schon, oder wie? Kann doch nicht sein. Da. Geben wir mal Trank. Können ja auch mal das Sonderbomben benutzen. Nehmen wir mal für. Wie nehmen wir das jetzt? Ach, lassen wir mal trotzdem da. KP Plus. Machen wir mal für Sandra. Jesus gestiegen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Gut. Was hast denn du für mich? Die TM44. Was ist das denn? Erholung. Nein. Ist wieder so taktisch mäßig und da bin ich in der früheren Edition leider nicht so der Fan für. Okay, das sind zwei normale Trainer, aber ich glaube, wir werden trotzdem gegen die kämpfen. So ein Dickhäuter. Warte doch mal, lass uns plaudern. Ja, du Pedo. Du hast besondere Wasserpokémon. Ich weiß schon, was für welche denn bitteschön. Ah, ein Angler. Ich habe da immer gedacht, das wäre so ein Bauarbeiter. Der hat immer so eine Säge und so einen Koffer in der Hand. Hab mich da früher immer ein bisschen verwirrt. Aber jetzt ist man älter und jetzt checkt man das natürlich ein bisschen leichter, was da vor sich geht. Und Donnerschock. Tschüss, Tentacher. Übrigens paralysiert. Schön, ne? Mit Level 24. Juhu. Das geht jetzt halt aber wirklich flott. Flotti Karotti mit dem Sternduo jetzt auch noch. Belassen wir das mal auf Donnerschock. Wie ich das jetzt wie so ein Frosch. Quack, quack. Ich werde auch eventuell nochmal ein paar Let's Tests von manchen anderen Spielen raushauen. Also eine neue Rubrik. Wie bei Crazy Taxi. David, was hat's geraucht? Drift City zum Beispiel. Da werde ich dann wahrscheinlich auch mal ein paar Horrorspiele mal ein bisschen testen, aber ich habe jetzt schon Schiss davor, dass ich mich erschrecken werde. Ich mag sowas nicht, aber ich will spielen. Das ist halt das. Mist, der ist mir entwischt. So lala. Und der nächste. Der Verlierer wird Kiel geholt. Los geht's. Dann zeig mal, was du drauf hast, Matrose. Mit einem. Oh, okay, mach. Okay, das ist jetzt mal eine neue Herausforderung. Daran hätte ich jetzt eigentlich. Oh mein Gott! Ich bin jetzt irgendwie überrascht.
Nein, 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 nein. Na, oh, auch noch ein Volltreffer. Wie ich das liebe. Gut, wir haben aber noch Sandra und Sandra wird es schaffen, hoffentlich. Body Slam. Und tschüss. Bam. Howdy, nein, Mensch. Er hält natürlich die Erfahrungspunkte. Von einem Kind besiegt. Tja, wirst du wohl nur Steuermann oder Unteroffizieren. Wir beenden jetzt halt hier die weitere Folge von Pokémon Rot. Das geht irgendwie immer voll schnell, ne? Oder? Was meint ihr zwei, ne? Wir haben jetzt halt erstmal viel Spaß, wir drei. Und ich bedanke mich weiterhin. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Das wollte ich eigentlich gerade sagen. Mit Pokémon Rot. Angelfly Dave, LP, sagt tschüss. Bis zum nächsten Part. Ade.